Ja, ich wünsche euch alle wieder herzlich willkommen zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Es ist noch genau dieselbe Aufnahme wie beim letzten Mal und ich bin auch noch voll drin. Deswegen war auch gerade hier noch der Balken unten, weil ich gerade das gespeichert hatte. Und wir machen hier weiter in der kaiserlichen Hauptstadt der Hyantia in Alkemod. Und wir müssen uns, glaube ich, mit den Insassen der Zelle unterhalten, weil sonst geht hier nichts los. Und ich glaube, dass ja in allen Spielen so erst mit allen Charakteren unterhalten und irgendwann sagt schon oder passiert schon irgendwas Wichtiges. Der Ricky. Schalk, nicht nur runzeln. Gib Falten. Vogelvolk nicht böse. Das ist ja lieb, Ricky. You are to be interrogated by the Divine Seer. Stand back. Alvis, what are you doing here? I see. So that is why you are here. Is Melia okay? We didn't mean to cause her any trouble. Rest assured, she is fine. The real reason you have been detained is not because you are outsiders. You don't mean... Yes. The Monado. You see, the High Entia and the Monado go back many years. Millennia, in fact. Oh. Leave everything to me. I shall see to it that you are not held for long. We cannot have the saviors of Her Highness treated as criminals now, can we? Free these people. I shall take responsibility for their actions whilst inside the capital. They are now guests of the Imperial family. Sir! I am required to report to His Majesty. Otherwise, I would escort you around the capital. Use this room at your leisure. You are free to roam the city or stay here and rest. Farewell. Hold on, Alvis. I need to ask you. Be patient. I know what it is you wish to ask. Do not fear. You will learn when the time is right. The life of the rich. So where are we going? Anywhere but here. I'm bored of this stuffy room. Okay then. Ricky, find Melly for Shulk. Ricky, wait. Your Eminence. What God want? If you're after Alvis, he's gone. What? Where did he go? What happened? We received an SOS from a small squadron repairing a transporter at Aerith Sea. But the transmission was interrupted, and we have lost all contact with the squadron. Sounds like they need our help. Sure, can Ricky go help? Ricky and friends help people in trouble! Of course. We're happy to help. But you're outsiders. Soldier man, not worry. Hereupon Ricky is here to save the day! It is most appreciated. We need all the help we can get. Und schon brauchen sie wieder unsere Hilfe. Geht zum schwebenden Rift 4, wo die Leuchtturm Syrat steht und frage nach dem Arbeiter. Okay, das Team, da jetzt Melia nicht mehr dabei ist, wie das altbekannte Ryan, Charles und Shulk. Und wir können uns ja auch erstmal etwas in der Stadt umschauen. Zumindest teleportiere ich mich jetzt nicht ins Aerith mehr, sondern laufe den Weg mal dahin. Da wir uns, ja, wie gesagt, die Kaiserstadt jetzt mal etwas anschauen können. Und da sehe ich auch schon wieder die ersten Quests hier aufploppen. Ich kann ja mal schauen, von wem die kommt. Galdo. Der hat zwar keinen Quest für uns, aber den kennen wir noch nicht. Und ich weiß nicht,
wie ich ihn bremsen kann. Wenn er so weitermacht, verletzt er mehr als nur seinen Rücken. Vielleicht sollte ich zu etwas drastischeren Maßnahmen greifen. Okay. Wie gesagt, ich will auch hier die ganzen Leute kennenlernen, deswegen quatsche ich alle mit Namen an. Und wer ist das? In Alkemuttgard ist ja wahrscheinlich nichts Wichtiges sozusagen. Also, Somatikromen sollen wir sammeln. Das können wir tun. Noch mehr für die... Ja, genau. Er hat noch mehr Quests. Okay. Irgendwelche strengen geheimen Missionen. Graskromen. Ich weiß nicht, wo man das herbekommt. Ah, das finden wir bestimmt bald raus. Was? Otelkromen. Ach, das sollen wir besiegen, oder was? Okay. War's das? Okay, gut. Da kommt nichts mehr von dem. Zumindest haben wir jetzt erstmal ein paar Quests fürs RF mehr. Ist ja auch nicht schlecht. Das hier, Alkemuttgardis, der hat uns nichts zu sagen. Vielleicht hier unten einer. Die andere Waffe. Larchen. Ja. Ah, blöder Rücken. Aber es braucht schon mehr, um mich aufzuhalten. Ach, bei Bionis, diese Schmerzen. Wie kann ich euch behilflich sein? Vor euch steht ein gesundes und kräftiges Mitglied der Kaisergarde. Das klingt ja wirklich nachgesund und kräftig. Mhm. Und der ist ein Quest für uns, der Galdo. Keine besonderen Vorkommnisse. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Ihr habt es auch bemerkt, oder? Was ich meine? Na, den Kerl da drüben. Er hat Rückenschmerzen. Jeder weiß drüber Bescheid. Er trainiert jeden Tag nach der Arbeit viel zu viel. Kein Wunder, dass er davon Rückenschmerzen bekommt. Und trotzdem will er unbedingt auf Monsterjagd gehen. Das hört sich nicht gut an. Wirklich, dem Kerl ist nicht zu helfen. Ich bin sein Freund, aber er hört mir einfach nicht mehr zu. Ich glaube nicht, dass ihm egal ist, was du sagst. Ihr seid schließlich Freunde, gib ihm ein wenig Zeit. Vielleicht können wir auch irgendwie helfen. Ja, du hast recht. Ihr glaubt an ihn und ich, sein Freund. Will ich ihn aufgeben? Danke, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Vielen, vielen Dank. Was? Besiege 5 Bogenkuttel. Okay. Ach so, wegen, damit er sich keine Sorgen mehr macht. Verstehe. Okay, das können wir machen. Das ist ja gar kein Problem. Und wir verfallen schon wieder Nebenquests, aber die kann man halt wirklich annehmen und mal nebenbei mitmachen. Und ich schau mal, ob wir das Harmoniegespräch hier drüben führen können. Da ist es. Und nein, können wir leider nicht. Wahrscheinlich, weil Melia im Team fehlt. Vielleicht eins mit ihr. So, das Alkemuttgard ist... Die Leute kennt man anscheinend alle nicht. Ach, ich glaube, die blauen Punkte auf der Karte zeigen nur Menschen an, die auch wirklich mit einem reden wollen. Also mit Namen, meine ich jetzt. Und Alkemuttgard ist... Achso, dann hat er uns auch nichts zu sagen. Sondern nur irgendwelche Quests für uns. Chlorfleiß, gegen den haben wir schon mal gekämpft. So... mehr. Ja, nehmen wir an, natürlich. Komm, gib her. Stella, Mare, nehmen wir mit. Mare waren ja, glaube ich, die Pferde, diese Einhornviecher, die wir auch in... wo waren das? Im Wald von Magna gab es ja auch Mare. So, das Vieh habe ich jetzt nicht durchgelesen, aber es wird schon irgendwas sein, was wir mit der Zeit finden. Und hier drüben müsste dann wieder einer mit Namen sein. Die hier? Talia, genau. Ja, die Statue ist eindeutig interessant. Ich muss mich beeilen und die alten Texte schnell entschlüsseln. Alte Texte. Mhm. Talia. Und ich erinnere mich dann... an irgendwas erinnert mich dieser Name Talia. Jetzt nicht an den Buchhandel, sondern an irgendein Buch, was ich gelesen habe. So, Händler. Mal schauen, ob wir irgendwas kaufen können. Talia. Irgendein Buch hatte eine Protagonistin namens Talia, wenn ich mir das jetzt so richtig gemerkt habe. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. So, das ist alles was für Melia, die ist zurzeit eh nicht in unserem Team, da können wir uns das eigentlich auch sparen. Und wir können auch uns komplett neu mit irgendwelchen Sachen eindecken. Zum Beispiel mit einer kompletten Ehrefrüstung. Die ist stärker als die, die wir jetzt haben. Und damit wir endlich mal zumindest ein zusammenpassendes Kleidungsset haben, werde ich jetzt mal das Geld hier wieder raushauen, was wir jetzt die letzten Tage verdient hatten. Ach, und das haben wir sowieso schon. Okay. Gut. Irgendwelche Waffen, die uns jetzt weiterhelfen können. Aslanze ist ja sogar stärker als die jetzige. Hm. Würde ich sagen, können wir eigentlich sogar mal das Geld hier ausgeben. Und jetzt Schalk einkleiden und Ryan seine Waffe geben.
So, Aerith-Schmuck. Zwei Baumweste tauschen wir für... Habe ich das Himmel? Ich bin ein Volldepp. Jetzt habe ich das falsche Top gekauft. Nein. Ja, das passt jetzt voll zusammen alles. Oh, ich bin so ein Heinz. Das ist doch nicht... Oh, scheiße. Jetzt haben wir bestimmt noch nicht mal genug Geld. Oh, das... Nimm. Verkaufen. Scheiße. Oh, das musste ja wieder passieren, so ein Scheiß. So. Das bringt sowieso nicht irgendwelche Materialien, die wir oft haben. Nach Wert sortieren und irgendwas, was wir viel haben. Idler können wir zwei verkaufen. Was sind das? 12-mal dreckiger Flügel. Weg. So. Noch irgendwas. 10-mal Spinnohr. 5 weg. Und was weiß ich. 4 alte Zündkerzen. So. Und jetzt nochmal. Jetzt auch das. Natürlich kostet das mehr. Ah. Ich könnte wieder ausrasten. Und eigentlich wollten wir durch Sorry, wir. Ah. Es läuft heute schon wieder nicht. Flauschiges Fell. Eigentlich wollten wir die Story weitermachen, aber ich halte mich hier mit so einem Scheiß schon wieder auf. Ich könnte mich manchmal über mich selbst aufregen. Aber das mache ich dann lieber off-air und wenn ich mit mir selbst die Nachbesprechung mache. Und jetzt nicht in aller Öffentlichkeit so. Aerith-Rüstung. Okay. Rüstung. Schalk. Und jetzt statt dem Himmelstop die Aerith-Rüstung. Das passt jetzt endlich zusammen. Die Farbe vom Pferd vielleicht nicht mehr ganz so, aber zumindest an das ganze andere Zeug passt jetzt zusammen. Und die Asslanze können wir verpassen. Haben wir vielleicht bessere Shorts als diese Magna-Dinger? Nee, ne? Hm. Zwei Baumhose. Wird wohl kaum. Ja, die sieht zumindest besser aus. Kann man lassen. Okay. Passt vielleicht farblich zumindest ein bisschen besser. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Hier irgendjemand Besonderes? Nee. Und ach, das ist ja cool. Erinnert mich an diesen, an solche riesen Flughäfen, wo du auch runtergefahren wirst. Allerdings fährt das Ding schneller als mir. Das sieht ein bisschen spooky aus. Aber kennt ihr das auf Flughäfen? So auf großen Flughäfen? Wo gibt's denn das zum Beispiel? Palma de Mallorca, wüsste ich jetzt noch im Kopf. Gibt's auch solche Rollbänder, zwar nicht hoch und runter, aber zumindest von einem Punkt zum anderen. Und Lunara will mit uns reden. Hallo ihr! Ich warte ja drauf, dass mein Papa endlich zurückkommt. Mittags helfe ich Mama. Deshalb bin ich nur um diese Zeit hier. Und die Zeit? Naja. Kleine Kinder sollten eigentlich ins Bett, aber okay. Das Garland hat eine Quest für uns. Ja, was habe ich getan? Das kann nicht gut enden. Das klingt, als hätte ich Schwierigkeiten. Hört sich ganz so an, ja, bla bla bla. Und was hat er zu sagen? Wollt ihr zuhören, wie ich euch von meinem Leid klage? Vielen Dank, Freunde. In letzter Zeit stimmt etwas nicht mit mir. Sobald ich meine Freundinnen sehe, werde ich verrückt. Bedrückt. Gott, ich habe heute schon wieder nichts mit... Ah. Ich fürchte, ich habe mich in beide auf einmal verliebt. Was soll ich nur tun? Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin schließlich ja auch ein Kerl. Wenn man sehr eng befreundet ist, kann das leicht passieren. Das hört sich an, als wüsstest du aus Erfahrung. Aber leider gibt es einen Unterschied zwischen uns. Du scheinst ein Typ zu sein, der dann eine Entscheidung trifft. Ich beneide dich darum. Ich versuche einfach immer ehrlich zu mir zu sein und anderen zu sein. Aber es gibt auch Momente, wo ich nicht weiter weiß. Klar. In dem Fall darf man ruhig um Hilfe bitten. Wenn du willst, helfen wir dir gern. Ich habe beide lieb. Aber ich weiß nicht, wie sie über mich denken. Könnte ich dabei auf eure Hilfe zählen? Das kannst du natürlich. Sprich mit Rico. Okay. Das können wir machen. Ja, Ryan wieder der Aufreißer. Der weiß natürlich Bescheid. Okay. Das war's aber erstmal mit diesem ganzen Gequatsch hier. Ich würde mich jetzt gerne wieder Richtung Aerith mehr aufmachen. Und das Lesen ist heute schon wieder so eine Sache. Ich habe schon wieder so ein Pappmaul. Ich weiß nicht warum, aber es kommt wahrscheinlich vom vielen Let's Play aufnehmen in letzter Zeit. Und, gestern haben wir Dragon's Prophet aufgenommen, wie ich schon gesagt hatte. Und das ging ja auch bis mitten in die Nacht. Da hatten wir dann am Ende auch schon ganz schönes Pappmaul. Ich bin sowas einfach nicht mehr gewohnt. Das ist das Problem. So, wo ging's denn hier weg? Ich habe keine Ahnung, wie wir zu der Insel kommen. Kann der uns helfen? Pilot.
Wo bringst du uns hin? Wo steckt nur der Arbeiter, der den Transporter reparieren sollte? Er ist immer noch nicht zurück. Wieso braucht es so lange? Ich hoffe, ihm ist nichts Schlimmes zugestoßen. Ach, Quatsch. Die Arbeiter hier sind doch alle gut gerüstete High-End-Leute, die sich da verteidigen können, denke ich. So. Ist hier unten. Irgendwo hier müsste doch... Ach genau, der Teleporter. Den habe ich gesucht. Aber was bedeutet das Rot? Ach, das ist doch ein Strahl. Okay. So. Sind wir ja richtig. Neuer Reisepunkt. Gruft der High-End hier. Ich glaube, hier sind wir falsch. Kommen wir hier rein? Nö. Okay. Dann sind wir hier falsch. Man kann ja mal schauen. Irgendwo kann man doch bestimmt eine Schnellreise hinmachen. Entscheidungsklippe. Mussten wir da hin? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, die Monster können wir in Ruhe lassen. Ich glaube, davon brauchen wir keine Schlachten. Okay. Ach, ich sehe gerade auch schon wieder auf der Uhr, dass die Zeit schon wieder rum ist. Naja. Gut, dann tut mir leid, dass ich euch hier so in der im Regen stehen lasse und hier nicht weitermache mit der Story. Und ich die ganze Zeit wieder mit irgendwelchen... Ups, ist mir die... Haben die nur runtergefallen? Und ich wieder irgendwelchen Scheiß mit Leuten quatschen und Quests annehmen verbracht habe, die ganze Folge lang. Aber wie es hier mit der Story weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.